Und das Schwierigste für ein Ehepaar, was frisch verheiratet ist, ist, wenn es keine Kinder bekommen kann. Das ist eine sehr, sehr schwierige Prüfung. Manch einer mag sagen, wieso, ich habe geheiratet, wieso kriegen wir keine Kinder? Bestraft uns Gott? Was haben wir Gott getan, dass er uns keine Kinder schenkt? Hier soll man sich daran erinnern, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi und Khadija die besten Geschöpfe, dass ihnen keine Nachkommenschaft direkt gewährt wurde. Der Sohn Qasim ist verstorben. Sein Sohn Abdullah ist verstorben. Sodass als der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi, nachdem er seine Propheten oder nachdem er sein Prophetentum verkündet hat, die Menschen angefangen haben, sich über ihn lustig zu machen. Der Vater von Amr ibn al-As, al-As ibn Wa'il, immer wenn er den Propheten auf der Straße gesehen hat, Muhammad, Muhammad, Abtar, Abtar, komm her. Abtar bedeutet derjenige, dessen Nachkommenschaft getrennt wurde, der keine Nachkommenschaft hat. Muhammad, wo sind deine Kinder? Wo sind deine Söhne? Wer ist dein Nachkomme? Und hat sich über den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi lustig gemacht mit Abtar, Abtar. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi ist ein Mensch. Er hat Emotionen, er hat Gefühle und das hat sein Herz gebrochen, wenn jemand sowas zu ihm gesagt hat. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, sie planen und Allah plant und Allah ist der beste Planer. Und dann kam die Antwort Gottes auf diese Menschen, die ihn Abtar gerufen haben. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwa al-Abtar. Schaut die göttliche Antwort, die Allah subhanahu wa ta'ala bereit hatte auf diese Äußerung der Menschen gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi, der gesagt hat, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, inna a'tainaka al-Kawthar. Wahrlich, wir haben dir al-Kawthar gegeben. Al-Kawthar ist die Überfülle oder das viele Gute. Und wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Gesandten Gottes sallallahu alaihi wa alaihi niemand anderes gab als die Blüte seines Herzens, Fatimah al-Zahra al-Batul, salawatullahi wa salamu alaiha. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Er hat ihr Fatima Zahra alayhi salam gegeben und entschieden, dass seine gesamte Nachkommenschaft aus Fatima alayhi salam hervorgeht. Die 12 Imame, die besten, oder die 11 Imame natürlich aus ihrer Nachkommenschaft, die 11 Imame aus der Nachkommenschaft Fatimas, die besten Geschöpfe, die Allah subhanahu wa ta'ala jemals erschaffen hat, gingen aus der Nachkommenschaft von Fatima alayhi salam und Ali, Amir al-Mu'minin, salatullah wa salam alayhim, ajma'in hervor. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi selber berichtet, er sagt, immer wenn ich das Paradies vermisst habe, ging ich zu Fatima und roch den Duft Fatimas alaihi salam. Immer wenn ich den Duft des Paradieses vermisst habe, roch ich an Fatima alaihi salam, weil sie hat den Duft des Paradieses an sich.